Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, dann wollen wir mal weiter. Mal sehen, wie lange ich da noch versuche, was zu entdecken. Weil mal müssen wir ja auch wieder zurück. Aber vielleicht gehe ich einfach jetzt mal, da es Nacht gerade ist, gehe ich mal hier an Land und ja, guck mal, ob ich etwas Schleim jagen kann. So, schön hier geblieben. Bötchen. So, ja, eine Position für Schleim haben wir schon. Natürlich sind nicht nur Schleims im Sumpf unterwegs, sondern noch andere. So, die kleinen, wie gesagt, kloppe ich lieber hier damit, mit irgendwas anderem, so Holz oder so. Ja, dann komm mal her, ihr Spinnchen. Kommt raus. So. Kommst du auch mal aus dem Pool? So. Gut. Ja, das können wir eigentlich. Wegwerfen. So. Na, du bist zwar nicht das, was ich erlegen will. Skelette wollen wir auch nicht unbedingt. So, da hinten ist aber Schleim. Da hat er uns getroffen. Oh, ich sehe, wir sollten auch mal was essen. Und da ist eine Flucht. Oh. Jetzt kracht es aber hier ordentlich. So. Erstmal wieder vollfuttern. Mal sehen, vielleicht kann ich ja das ein oder andere. Oh. Ja gut, haben wir. Ja, wir könnten auch den Baum pflücken. So. Wie viel? Naja, 18, nur 18 Erde. Wird ein bisschen knapp. Ich versuche ein bisschen auszugleichen, soweit ich halt kann. So, da ist noch ein Slime. Hallo, Hüpfi. Danke für deine Schleimbälle. Oh, eine nette Schlucht. So, dann sammeln wir hier auch mal die Erde ein. Hallo, na? Komm her. Ach nee, dich will ich nicht. Meine Güte. Gibt's doch nicht. So, dann. Ein bisschen.
ja, herrichten. So. So, dann machen wir hier noch. So. So, so. So. Ja. Jetzt haben wir nur noch 8. Hallo, Spinni. Ja? Willst du auch Hallo sagen? So, jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel. Du kannst weggehen. So. Und es wird schon wieder hoch morgen. Na, da. Da. So. So, weg mit dir. Nun gut. Da ist noch ein Erfahrungskügelchen. Schnappen wir uns natürlich. So, ja. Dann können wir eigentlich hier, sieht man ja dann hinterher letztendlich nicht mehr so. Dann hoffen wir halt, das hier mal eben weg. Dann haben wir immerhin etwas Erde. Und so ein bisschen, klein bisschen halt, hier wieder Ordnung zu schaffen. Die hauen wir auch noch weg. So. Wir gucken mal, wo wir noch erhöhte Stellen haben. Vielleicht so, dass wir hier halt wirklich die Löcher wenigstens stopfen können. Na, was ist denn jetzt los? So, gucken wir mal. Wo könnten wir denn... Na. Hör auf. So. Und dann nehmen wir hier das noch mit. Jetzt haben wir 11 wieder. Dann füllen wir das schon mal so weit hoch. Dann brauchen wir noch ein paar. Irgendwo noch was, wo wir etwas... Ach, hast du dich unters Bäumchen gestellt? Das geht aber nicht. Geh mal schön raus in die Sonne. Dann wirst du vielleicht etwas brauner. So. Ja gut. Nehmen wir... Ups. Die schon mal mit. So. Hoch. So. Hopp, 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 hopp. So. So. Und da hingesetzt. So, dann gucken wir mal. Dann könnten wir vielleicht die hier mitnehmen.
und mit denen vielleicht den Rest stopfen. Was ich ja sehr hoffe, weil dann können wir weiterziehen. So. Dupdidu. Ups. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Erde. Ja. Wir brauchen noch 6 Blöcke. 6 Blöcke. Dann nehmen wir hier die 4. So, und die 2. So. So, und du gehst mal, werfe ich sie einfach jetzt mal hier in die Schlucht rein. Boing, boing, tschüss. So. Gucken wir mal, kommt ein Hühnchen? Nein, kommt es nicht. Gut. Kommt da ein Hühnchen bei raus? Also ein Küken? Ups. Nein, gut. Da kommt schon wieder Fichte. Würde ich sagen, wir essen erstmal eine Runde wieder. So, und dann gucken wir mal. Kommt da ein Hühnchen vorher raus? Nein, gut. Dann eben nicht. So. Ups, und ab dafür. So müssen wir natürlich wieder aufpassen wegen den ganzen Seerosenblätter. Ja, ja, man darf nicht zu schnell gegen die fahren. Wenn man langsam an die heranfährt, sammelt man sie ein, aber ist man zu schnell? Oh. Mal sehen, ob da was ist, aber meistens eher nicht. Da ist nämlich ein Hexenhäuschen. Quatsch. So. Dann pflanzen wir sie wieder. Aus 1 macht 2. Ist doch was, ne? So, parken wir mal. So, schön stillhalten. Nein! Nicht weg! Ich hab doch gesagt, oh, Bötchen, Bötchen, böses Bötchen. Ja, ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. So. Und ihr kommt jetzt irgendwo hin. So. Nehmen wir erstmal hier das Holz. Bauen wir uns mal dahin. So. Ups. So. Bauen wir natürlich hinterher wieder ab. So. Wir wollen ja nur gucken, ob hier was ist. Nee, wie ich gedacht habe. Hier ist weiter nichts. Gut. Dann wollen wir die hier nicht weiter stören und sorgen dafür, dass niemand mitkriegt, dass wir hier waren. So, unter Wasser baut sich natürlich langsamer ab als über, wenn man da drauf ist. So. Gut. Wir haben nichts übersehen. So. So, schön. Ein kleines Hexenhäuschen. Keine Ahnung, ob hier dann... ich will es auch jetzt im Moment nicht ausprobieren. So, ob hier eine Witch auftaucht. Und dann.
So, da ist alles wieder mal nur Fichte, Fichte, Fichte. So. Würde ich sagen, fahren wir einfach mal in die Richtung. Mal gucken. Dann nimmt es wieder ab. Da entfernen wir uns weiter. Gut. Dann doch in die Richtung. Solange die Tintenfische so weit unter Wasser ist, ist das kein Problem. Aber auch die können euer Bötchen zerstören, wenn sie zu weit oben schwimmen und ihr zu ein hohes Tempo habt. Genauso wie bei den Blättern auch. So. So, da haben wir wieder einen Unterwassertempel. Aber wir haben ja ein paar recht nah bei uns. Irgendwann mal werden wir auch einen versuchen für uns einzunehmen. Aber dafür sind wir wirklich noch nicht ausgerüstet genug. Um so einen Wassertempel anzugehen, da braucht man wirklich Unterwasseratmung, höchste Stufe, ganz viele von. Man sollte auch eine möglichst, ja, würde ich sagen, eine Diamantrüstung, eine komplette haben, am besten auch mit einer Verzauberung drauf. Und dann, ja. Auch Stärketränke wäre nicht schlecht und dann auch Diamantschwert, auch am besten mit guten Verzauberungen, weil die Viecher, die die Tempel bewachen, ja, sind nicht gerade schwach, würde ich mal so sagen. Die sind ganz schön heftig. Und am Anfang kann man sowieso letztendlich nur kämpfen. Man sollte so schnell wie möglich, ja, letztendlich zum Boss vordringen. Ja, weil der macht mit einem ständig was, so dass man gar nicht richtig im Tempel was machen kann. Deswegen wäre es ratsam, den so schnell wie möglich auszuschalten. Manchmal können auch zwei oder, ja, einmal hatte ich sogar drei dieser Typen in einem Tempel drin. Musste ich drei davon ausschalten. Scheint eine Wüste. Ja, da ist wieder Savanne. Savanne haben wir schon. Da haben wir ja unser Akazienholz her. Da läuft ein Andy herum. Ein Begrüßungskomitee.
So. Upp. Nein. Ah, gut. So. Schnell schlafen. So. Dann können die da gleich, gut, die im Wasser brennen natürlich nicht. Aber die halt an Land, die kriegen jetzt Schaden. Jetzt haben wir Monsterfackeln. So, okay. Eine schöne Lavaquelle. So. Dupdidu. Mann, warum kommt kein Dschungel? Immer nur die gleichen sind blöde. Gut, für hier haben, in die Richtung hatten wir bisher keine Savanne. Aber im Großen und Ganzen hatten wir ja schon Savanne. Ich hatte ja mehr auf, ja. Nein, auf keine Höhle gehofft. Da hast du falsch geraten, liebe Höhle. Ja. Es ist äußerst schade, dass wir keinen Dschungel in unserer näheren Umgebung haben. Naja, vielleicht haben wir ja, und ich bin bisher bloß immer in eine falsche Richtung gegangen. Hallo Hühnchen. Hast du einen Dschungel gesehen hier? Nein. Du kennst nur Savanne? Nun gut. Das muss ich dir dann wohl oder übel glauben. Na schön. Wupp. Und ab in unser Bötchen. Savanne. Interessant wäre es, wenn dann irgendwann mal auch noch mehr Tiere. Ja, ich weiß, es gibt den More Creature Mod oder so. Aber ich fände es halt schöner, wenn nach und nach doch im eigentlichen Minecraft-Spiel mehr Tiere halt kommen, die auch passend, sag ich mal, zu den Gebieten ist. Zum Beispiel hier in einer Savanne könnte man, ja, die auch dann mal etwas gefährlicher sind, zum Beispiel ein Löwe, so Löwenrudel oder ja, Antilopen. Hier haben wir wieder eine Wüste. In der Wüste könnten vielleicht so ja, entweder Kamele oder Dromedare. Bob, seht ihr, da hat uns ein Tintenfisch unser Boot kaputt gemacht. Pfui. Das ist unfair. Naja, dann baue ich halt ein neues Bötchen. Und ich sehe, wir müssen auch schon wieder was futtern. So. Dann tauschen wir kurz das aus. Klatschen das hin und machen drei daraus und zwei. So. Da haben wir unser Bötchen wieder. So, und weiter geht die Schifffahrt. Nein, erstmal was essen. So.
Bitte lass doch mal ein Dschungel auftauchen. Das wäre fein. Oh, das ist eine ordentliche Wüste. Muss man ja schon sagen. Tupti Tja. Nein, geh weg, Tintenfisch. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ringsrum könnt ihr rumspritzen, wie ihr wollt. Aber nicht direkt bei meinem Boot. Das will ich nicht. So. Da. Da baut sich, glaube ich, wieder eine Art Wüste auf. Ja. Aber eher eine sehr flache, kleine Wüste. So, dann ab. Weiter mit uns. Vor allen Dingen, wir müssen ja auch dann die ganze Strecke wieder zurück. Naja, vielleicht besorge ich mir dann in irgendeiner Höhle nochmal Redstone und mache doch nochmal einen Kompass. Weil dann können wir uns ungefähr grob erstmal orientieren. Zwar zeigt er ja im Moment nur immer unseren ursprünglichen Spawnpunkt, weil ich glaube, unser Spawnpunkt ist sowieso nicht so arg weit weg von unserem Häuschen, unserem Hütchen. Also dürfte es dann weniger Probleme geben, dass wir wieder dann zurückfinden. Da scheint, mal was Neues. Das ist Tafelberggebiet. Das ist auch etwas seltener. Vielleicht haben wir Glück und hier ist dann auch irgendwann wo ein Dschungel. So, dann parken wir hier mal ein. So, bitte nicht weg. Nein, nein. Oh, du blödes Bötchen. Komm her. Ich weiß, du hast Sehnsucht nach mehr. So. So, ja. Das Besondere am Tafelberg, seht ihr,
Wir haben hier roten Sand, keinen gelben Sand, sondern wirklich roten Sand. So, da, roter Sand. Aber letztendlich, wenn man den brennt, kriegt man trotzdem, glaube ich, normales Glas raus. So, und das hier ist gebrannter Ton schon. Und zwar in den unterschiedlichsten Farben. Hier oben, das ist halt gelber gebrannter Ton. So, ich muss jetzt mal gucken. Konnte man den normal abbauen oder da geht's mit kaputt? Da, also mit einer Schere kann man auch hier diese trockenen Büsche, Eichensetzling. So, ja, da hat man einen trockenen Busch. Also da kann man dann sich das auch mit nach Hause nehmen. So, gehen wir erstmal schlafen. Oh, da ist ja schon ein Skeletti. Aber der hat uns noch nicht gesehen. So, und bei Tag sieht es natürlich noch besser aus. So, ja, hier, das ist gelber gebrannter Ton. Huch. Man kann ja auch normal halt sich gefärbten Ton machen, indem man ja. So, ups, was tun wir weg? Die Schwarzpulver. Ne, da habt ihr gelb gefärbten Ton. Ja, ich werde euch das dann mal zeigen, wie man halt alles so diesen gefärbten Ton sich selber machen kann. Aber hier im Tafelberggebiet ist es so, dass wirklich vieles aus diesem schon gefärbten Ton besteht. Da haben wir Rot und Orange, Weiß, Braun, Rot, Grau. Na, also alles, was oben drauf ist, ist halt alles gefärbter Ton und natürlich hier, das ist Sand. Und ja, ah, den kann ich jetzt nicht aufnehmen, weil wir natürlich voll sind. Nehmen wir mal kurz das Bildchen raus, essen den Apfel. Ups. Hüpfen ein bisschen, damit wir auch gleich essen können, weil man kann ja nur essen, wenn man halt Ruhe, Hunger hat. Das dauert aber diesmal lang. Sonst werfe ich gleich ab. Nehmen wir. So, dann tun wir halt den Apfel wieder zurück. So, da haben wir gebrannten Ton. Also das ist hier normaler Ton. So, ungefärbt. So. So, wir können ja auch gucken. Ja, auf den Eng hier steht ja Biom Mesa. Übersetzt, also laut, also im Deutschen heißt es halt Tafelberg. So, ich finde es sehr hübsch. Die Bäume sind, hier gibt es
keinen separaten Baum, die sind nur farblich halt dementsprechend angepasst. Das sind halt ganz normale Eichen. So. Naja, haben wir auch einen Tafelberg gefunden. Ja gut, ich beende dann hier jetzt den Part, der ist jetzt schon lang genug. Also, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss!